Unsere Lösung für Sensordatenanalyse setzen wir in den Bereichen People Tracking, vollautonomes Shopping und Werkzeugmanagement ein. Sie ist weltweit einzigartig, installationsbereit und gewährleistet eine 95%ige Genauigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie DSGVO-konform ist und Daten in Echtzeit übertragen werden. Ein wichtiges Einsatzszenario von Sensordatenanalyse ist der Bereich Security und People Tracking. Hier geht es darum, dass vordefinierte Sicherheitsbereiche nicht betreten oder durchschritten werden sollen. Betritt eine Person diese Zone, wird diese erfasst und kann ausgewertet oder eine Aktion ausgelöst werden, wie zum Beispiel ein Alarm oder die Benachrichtigung eines Sicherheitsmitarbeiters. Unsere Sensordatenanalyselösung stellt Footfall Management, Group Movements, Flow Management und Waiting Time Forecasts dar. Wie machen wir das? Speziell bei der Personenstromanalyse sind die Lösungsansätze sehr heterogen. Zudem müssen die eingesetzten Technologien hochpräzise und DSGVO-konform sein. Diese hohen Anforderungen erfüllt unsere Lösung, die Video Analytics mit 3D-Sensoren kombiniert, den sogenannten LiDAR-Sensoren. Somit spielt das Kamerabild für die Datenauswertung keine Rolle und räumt Datenschutzbedenken direkt aus dem Weg. Wir führen mit Hilfe von ThingSpot und Pentaho Daten zusammen, auch wenn diese an verschiedenen Datensilos liegen. Im Ergebnis werden die benötigten Informationen in Dashboards visualisiert und Handlungen können ausgeführt werden. Ein kurzer technischer Deep Dive zu den LiDAR-Sensoren, die wir dafür brauchen. Ein LiDAR-Sensor ist nichts anderes als ein Lasersensor, der mir ein komplettes dreidimensionales Bild eines Raumes erstellt. In diesem Fall hat man einen gepulsten Laser, der wird ausgeschickt und es wird die Zeit gemessen, wie lange es braucht zu reflektieren. Das heißt, wir haben eine 3D-Information von unserem gesamten Raum. Anhand drei konkreter Use-Case-Beispiele möchte ich zeigen, wie gut die Personenstromanalyse mit LiDAR-Sensoren und der dahinterliegenden Sensordatenanalyse-Software funktioniert. In öffentlichen Verkehrsmitteln, an großen Plätzen oder in Sicherheitszonen bewegen sich Massen von Menschen. Um in kritischen Situationen eingreifen zu können, benötigt die Sicherheitsaufsicht verlässliche Daten zur Personenzahlenmessung und Positionsbestimmung. Unsere IoT-Lösung erkennt alle Personen und ihre Positionen zentimetergenau und analysiert die daraus gewonnenen Daten. Wetterverhältnisse können dabei komplett vernachlässigt werden, denn LiDAR-Sensoren funktionieren zum Beispiel auch bei Dunkelheit oder Nebel. Dadurch, dass keine Kamerabildauswertung notwendig ist, kann die Personenstromanalyse DSGVO-konform genutzt werden und dazu sogar in Echtzeit. Sind Sie sich sicher, dass Ihre Mitarbeiter immer ihre Sicherheitskleidung tragen? Nicht wirklich, oder? Unsere Video- und Sensorlösung unterstützt zum Beispiel Sicherheitsbeauftragte in der Produktion. Sie erhalten die Quote der Personen, die keine Ausrüstung tragen. Bei einem Flughafenbetreiber geht es unter anderem um die Themen wie Crowd- und Auslastungsmanagement. Unsere Realtime-IoT-Lösung macht es ersichtlich, wie sich Besucher im Terminal bewegen oder ob Warteschlangen eine kritische Länge erreicht haben. Alle Bewegungsmuster dieser Art sind sofort erkennbar und als Punktwolke dargestellt, sodass das Fahrgastlenker-Sicherheitspersonal die Besucherströme reibungslos lenken kann. Altinovum bietet ein Hands-on-Gesamtpaket für IoT, mit dem Sie schnell und ohne Umwege Ihr IoT-Projekt starten können. Kickstart, Managed Service, Solution Support, Trainings, Individualentwicklung. Die Basis ist ein Managed Service, der auf Microsoft Azure beruht. Eine IoT-Plattform bestehend aus dem Best-of-Breed-Ansatz verschiedener Open-Source-Software für Alerting, Device-Management, Analytics sowie Dashboarding und Reporting.